Hallo und herzlich willkommen zu Yakuza Spiel Battlefield 3. Ja, wieder Battlefield 3. Heute geht's auf der Map Metro zur Sache im Team Deathmatch. Und ja, ist eine ganz schöne Runde geworden. Ein ganz nette Score am Ende auch. Und ja, war ganz lustig. Hoffe, dass es zum Zuschauen auch lustig ist. Ja, heute wollte ich mal über einen etwas krassen Skandal reden, wo sich irgendwie anscheinend so die halbe Welt irgendwie gerade drüber aufregt. Und zwar war letzten Sonntag im Kopenhagener Zoo in Dänemark, wurde da eine Giraffe vor den Augen von Besuchern getötet und ein Löwe verfüttert. Oh Gott. Ja, genau. Und zwar machten sich da ein Zoo-Angestellter mit einem Messer dran, dem auf dem Boden liegenden und bereits per Bolzenschuss getöteten Giraffenbullen, ich glaube Marius hieß er, den Bauch aufzuschlitzen. Tja. Geduldig erklärte der Mann im weißen Overall, was er mit dem Kadaver anstellte. In der ersten Reihe hatten sich dann auch zahlreiche Kinder in Stellung bezogen und die angesichts des Gemetzels dann doch eher entsetzt das Gesicht verzogen haben. Tja, kurz darauf wurden die Überreste des 18 Monate alten Tieres an Löwen verfüttert. Der Aufschrei weltweit war halt, wie gesagt, schon extrem groß. Tierschützer vor allem verurteilten die sinnlose Tötung des gesunden Tieres, da es dem Zoo zufolge nur deswegen umgebracht wurde, um Inzucht innerhalb der Giraffenfamilie zu vermeiden. Ja, schon vor der öffentlich vollzogenen Schlachtung im Gehege hatten tausende Tierfreunde bereits in einer Online-Petition Unterschriften für das arme Tier gesammelt, so dass der Bulle verschont bleiben möge. Tja, anscheinend vergeblich. Daraufhin kam es dann zu etlichen Nachrichten an den Zoodirektor, die meisten davon eher hasserfüllt und einige ernstzunehmende Todesdrohungen sogar dabei gewesen. Dieser hatte halt das Vorgehen des Zoos auf dessen Internetseite verteidigt. Kopenhagen sei Teil des internationalen Zuchtprogramms für Giraffen gewesen und das europäische Erhaltungszuchtprogramm achte halt streng darauf, dass sich nur Giraffenpaaren, die nicht verwandt sind, um die genetische Vielfalt der Population in den Zonen halt zu erhalten. Also ist alles Standard eigentlich. Und nach diesen Regeln habe man halt auch diesen Marius getötet, um halt Gesundheit der Giraffenpopulation zu erhalten. Der Zoo im Kopenhagen gab an, dass es sich kein anderer Tierpark oder kein anderer Zoo halt gefunden habe, der bereit gewesen wäre, diesen Giraffenbullen aufzunehmen. Auch eine Ausbildung wäre in dem Fall in ein natürliches Habitat keine Option gewesen. Dass Tiere in Zoos zur Vermeidung von Inzucht getötet werden, ist halt nicht unüblich. Tja, dass man da eventuell das Tier hätte kastrieren können, wäre wohl eine Alternative gewesen, aber da wird es wohl ausschlaggebend sein für den Zoo, ob sich die Haltung von so einer Giraffe dann halt noch überhaupt rentiert, wenn man genügend hat und diese dann halt nicht mehr weiter für den Fortbestand dem Vorbestand dienen können. Also nur, dass ich jetzt das richtig verstehe, es gibt eine Giraffe, die wurde verfüttert, völlig normal und allen Regeln und Gesetzen gerecht und irgendwelche Spinner, die sich dann als Tierfreunde bezeichnen, halten es dann irgendwie für brutal oder wie ungerecht, wenn man ein Tier tötet, geben ihrerseits dann aber die Morddrohungen von sich. Also ich weiß ja nicht so recht, irgendwie ein bisschen schizophren vielleicht. Sonst geht es den Leuten doch auch immer irgendwie am Arsch vorbei, ob irgendwelche Tiere getötet werden, aber dann so, oh, eine arme Giraffe. Naja, ich habe da auch so ein paar schockierende Neuigkeiten an diese Hanswürste. Ja, die Wurst und das Steak, das sie da so isst, das ist halt auch von einem Tier, das man vorher geschlachtet hat, auch mit so einem Bolzenschuss. Tja, denn dieses sagenumwobene Dönertier, was immer so in der Welt umhergeistert, das gibt es nicht wirklich. Tja, tut mir leid, den Weihnachtsmann gibt es auch nicht wirklich. Schockierend, oder? Ja, und dass Löwen nun mal Fleischfresser sind, das ist halt auch mal Fakt, ja. Wäre es besser gewesen, wenn die irgendwie eine Kuh oder ein Pferd dem verfüttert hätten, den Löwen, das wäre dann irgendwie in Ordnung gewesen, ja. Warum? Das ist dann auch dasselbe. Oder soll der Löwe vielleicht ein Vegetarier werden? Den können wir doch irgendwie so auf Joghurt-Diät stellen oder so. Der soll sich mal nicht so haben, oder? Ich meine, wenn es der Mensch kann, dann kann es doch das Tier auch. Blöde Löwen, warum essen die denn die armen Giraffen auf? Oh Mann, also so naiv irgendwie, ich weiß nicht.
Und ja, und bezüglich dieser armen Kinder, die mir in der ersten Reihe dann völlig entsetzt dem zugeguckt haben, da frag ich mich dann ehrlich schon ein bisschen, wo waren denn die Eltern bitte und was geht in deren Oberstübchen denn eigentlich ab? Ich meine, wie ist es abgegangen? So Sonntagmorgen, Familie so am Frühstückstisch, ja komm Kinder, jetzt zieht euch an, wir gehen in den Zoo und dann schauen wir uns die Giraffen an. Und dann bist du dann so da und dann, ja, Überraschung Kleiner, heute wird so schön geschlachtet, mein Junge, guck mal hin hier. Ich meine, wie bescheuert, ich meine, es wurde halt auch vorher bestimmt irgendwie angepriesen, so Achtung, hier wird eine Giraffe gleich zerlegt und so, also wer damit nicht klarkommt, vielleicht mal gehen oder so. Ich meine, wenn ich da irgendwie Probleme habe oder meinen Kindern das ich zumuten will, dann was ja völlig in Ordnung ist, dann gehe ich halt einfach nicht hin, ja. Wird wohl schon vorher jemand angekündigt haben, wie gesagt, also manchmal denke ich schon, dass die Leute so eine Art Deppeltest machen müssten, irgendwie bevor sie Kinder bekommen, weil das ist ja schon wirklich irgendwie, das kann man ja kaum noch übertreffen irgendwie. Da gehst du hin, schaust den Giraffen bei der Tötung zu irgendwie, kriegst es vorher noch gesagt und dann echauffiert man sich irgendwie, dass die armen Kinder ja das irgendwie zugeguckt haben. Ja, junge Dame, das ist halt einfach die Aufgabe von der Mutter, nicht wahr? Oder vom Vater. Also, tja. Das ist schon ein bisschen hart. Und diese ganzen tierlieben Fanatiker irgendwie, die sollten mal lieber ihre Energie irgendwie für was Gescheites nutzen und vielleicht irgendwie was Sinnvolles damit anstellen und nicht irgendwelche Morddrohungen schreiben, nur weil irgendwie jemand seinen Job macht. Wo sind wir denn hier? Das ist ja, mein Gott. Erinnert mich so ein bisschen an die fanatischen Muslime irgendwie da mit der Mohammed-Karikatur. Das war doch auch in Dänemark. Naja. Da haben sie alle noch so rumgeweint, so, ja, aber diese verrückten Islamisten, die sind ja so böse und so weiter. Ja, aber Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, wenigstens in Europa ist es in Ordnung. Ja, aber dann kommen dann hier solche grünen Vegetarier-Nazis irgendwie an und naja, da wird es dann doch alles so ein bisschen relativiert, nicht wahr? Sind vielleicht doch die anderen auch nicht schlimmer als wir. Ja. Ja, und in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa pflichtet halt der Direktor des Nürnberger Zoos seinem dänischen Kollegen halt auch bei, weil er sagte, dass die Tötung einer Giraffe oder die Giraffe zur Verfütterung sei im Grunde nichts anderes als ein Schwein zu keulen und die Lebensfähigkeit der beiden Tiere ist, die Leidensfähigkeit beider Tiere sei identisch, von daher kann da nicht von Tierquälerei die Rede sein. Und außerdem sagte er, wir Zoos sind auch da, um Menschen zu zeigen, dass es etwas ganz Natürliches. Auch eine Giraffe wird gefressen. Damit ist ja alles gesagt, ja. Aber vielleicht sollten mal die Leute wieder so eine Prise Realität irgendwie mit einnehmen irgendwie. Und ich meine, die Leute, die wissen ja nicht mehr irgendwie, wo ein Steak herkommt. So, ja, das ist halt so verpackt und so weiter. Was, da wird ein Tier geschlachtet? Um Himmels Willen, wie brutal. So, naja, weiß ich jetzt auch nicht so recht. Brutal blöd wahrscheinlich, oder? Dass man das überhaupt in eine Pressemitteilung erwähnen muss, das finde ich einigermaßen bedenklich, meiner Meinung nach. Also, wie weit sind wir denn eigentlich schon gekommen, irgendwie? Also, Wahnsinn, ja. Aber, naja. Und anscheinend, neuesten Nachrichten zufolge, wird auch eine weitere Giraffenverfütterung schon geplant, irgendwie. Gott bewahre, da wird wahrscheinlich gleich dann die Armee dann einziehen und da irgendwie alle in Gewahrsam nehmen müssen oder was, bevor sie dann wieder völlig ausflippen und irgendwie den Zoo in Brand setzen oder wie. Naja, ich meine, weiß ich. Findet ihr das auch so oder spinne ich hier irgendwie rum und habe irgendwas nicht ganz gecheckt hier? Ich weiß ja nicht so recht, also ich finde es so ein bisschen arg bekloppt, wie sich da die Leute aufregen, aber keine Ahnung. Was meint ihr dazu? Würde mich echt schon interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare rein, genau. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir den Daumen hoch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. See ya!